Du hast einige Bücher in der Zwischenzeit geschrieben zu Pinterest, bist eigentlich so ein richtiger Pinterest-Experte. Ja, ich habe im letzten Jahr nach einem neuen Thema gesucht und da war Pinterest gerade verfügbar und habe ich es eben einfach mal genommen. Früher habe ich Analytics-Fragestellungen genommen oder Marketing allgemein und jetzt war es Pinterest, weil es eben neu war und weil ich der Überzeugung bin, dass es eben auch so das Einzige in dem Bereich sein wird, was sich wirklich durchsetzen wird, auch in Deutschland. Aber wird Pinterest schon in deutschen Firmen wirklich als Marketing-Tool wahrgenommen? Ja, schon. Also es wird schon wahrgenommen, wird auch eingesetzt. Es gibt Bekleidungshersteller, die das recht intensiv betreiben. Was weiß ich, Esprit ist so ein Beispiel, die pinnen ganz fleißig. Der Holger Schmidt von Focus hat vor, ich glaube, 2 Monaten mal in Comscore reingeguckt und hat die Zahlen ausgewertet. Und ich glaube, da kam damals auf 840.000 Nutzer in Deutschland. Und das ist eigentlich schon ganz kräftig gewachsen, so um 300% innerhalb von einem Jahr. Magst du noch mal dein Buch hochhalten? Weil da Mein Buch, sind Moment, ich habe ganz es irgendwo liegen. Jetzt muss ich nur gucken, ob man sieht, da ist viele. es. Da steht Genau. Pinterest drauf. Wenn man bei Amazon Pinterest eingibt, erscheint es auch ganz oben. Kann man auch kaufen, kostet 20 Euro. Es gibt auch noch einen kostenlosen Guide auf datenonkel.com, kann man auch runterladen.